99 Affen – Ideen für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zur dieswöchigen Podcast-Ausgabe. Das Thema für heute ist aus mehreren Impulsen zusammengeflossen oder ich habe mehrere Impulse bekommen, die ganz klar gemacht haben, was das Thema für diese Woche ist. Und ich werde mal die verschiedenen Impulse einfach sagen und dann sagen, was zusammengeflossen ist und was für diese Woche das Thema ist und auch was der Impuls ist, also was ihr tun könnt. Ich habe immer ganz gerne da noch Praxis mit dran. Zum einen, ich habe meinen EFT-fortgeschrittenen Kurs gegeben vor 2 Wochen am Wochenende und wir haben uns mit Komfortzonen und Komfortzonenobergrenzen beschäftigt. Weil ich eine Technik unterrichte, die sogenannte Ja-Aber-Liste, mit deren Hilfe man sehr, sehr schnell Einwände gegen ein Ziel an die Oberfläche bringen kann und dann eben aber auch klopfen. Also man kann das relativ schnell entkoppeln. Und man kann sich das so ein bisschen wie rote Ampeln zwischen uns und unserem Ziel vorstellen. Zum Beispiel finanzielle Fülle, einfach jetzt nur als Beispiel. Oder mir und meiner Wahrnehmung vertrauen. Oder ruhig und gelassen auf Spinnen reagieren. Oder was auch immer euer Ziel ist in einem bestimmten Bereich. Und dann setzen wir diesen Kern, also zum Beispiel ruhig und gelassen auf Spinnen reagieren oder finanzielle Fülle, in verschiedene Aussagesätze ein. Das geht besser zu zweit. Also jemand, die mit mir zusammenarbeitet, sagt, behauptet eben, ich darf, als Beispiel, ich darf ruhig und gelassen auf Spinnen reagieren. Und ich gucke dann bei mir nach, als die, die behandelt wird, wie hoch der Kongruenzwert ist, also diese innere schon Stimmigkeit. Also nicht, wie gerne hätte ich das, sondern wie stimmig, wie jetzt schon so seiend fühlt sich das an. Und da kann man in den Brustbereich vor allem hineinfühlen. Der geht entweder auf oder bleibt neutral oder er geht zu. Und das ist dann eben das Äquivalent. Es geht auf für grün. Neutral ist manchmal neutral. Die Frage sagt mir nichts oder die Aussage oder manchmal eben auch gelb. Und wenn es zugeht, ist es eindeutig ein Rot, ein Nein. Nein, es ist noch nicht stimmig. Ja, ich hätte das gerne, aber nein, es fühlt sich noch nicht stimmig an, noch nicht, als ob es noch nicht so da wäre. Und das ist die Technik, also da sage ich vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu, aber die Idee ist, dass es Komfortzonenobergrenzen gibt. Also Komfortzone, dass wir in verschiedenen Lebensbereichen Komfortzonen haben und da eine Obergrenze, eine Glasdecke. Eine unsichtbare Decke, gegen die wir aber auch immer wieder stoßen. Und die können wir dann meistens daran erkennen, an so Aussagen für uns selber oder Erkenntnisse, immer wenn dann. Also zum Beispiel, immer wenn Finanzielles besser läuft, dann passiert irgendwas. Dann geht das Auto kaputt, die Waschmaschine, die Spülmaschine, kommt eine irre hohe Nachzahlungsforderung vom Finanzamt und so weiter. Also immer wenn wir irgendetwas tun, in eine Richtung oder irgendwas Gutes passiert und wenn dann immer wieder so eine Rückregulation stattfindet, dann haben wir es sehr wahrscheinlich mit einer Komfortzonenobergrenze zu tun, mit einer Glasdecke, mit einer unsichtbaren Decke oder Linie, die wir nicht überschreiten dürfen. Und wenn wir sie überschreiten, dann reguliert unser System uns zurück. Und wir haben uns das insofern angeguckt, dass wir mal das Rad des Lebens ausgefüllt haben. Das ist einfach ein Kreis mit verschiedenen Segmenten, das könnt ihr auch selber machen. Und ich habe verschiedene Lebensbereiche angeboten daneben, also Lebensbereich zum Beispiel Gesundheit, Selbstliebe, Spiritualität, Beruf, Berufung, Partnerschaft, Kinder, Familie, Umgebung, Hobbys und so weiter. Also ich habe da so ungefähr 15 oder 16 Kategorien angeboten. Und es ist ja nicht immer für jeden alles interessant. Also wenn man keine Kinder hat, dann ist vielleicht der Punkt Kinder nicht so interessant. Oder wenn man gerade nicht in der Partnerschaft ist und auch vielleicht auch nicht sein möchte, dann ist der Bereich Partnerschaft im Moment nichts, was uns da sonderlich interessiert und so weiter. Also es gibt von diesen 15 Lebensbereichen, die es grundsätzlich, die mir da eingefallen sind, lasse ich immer 8 auswählen, weil das einfach schön in den Kreis reinpasst. Und dann lasse ich ausmalen, wie zufrieden wir in dem Bereich sind.
Also wenn ihr den Kreis nur von der Mitte aus nur so ein ganz klein bisschen ausmalt, sind es vielleicht 10%. Und wenn er fast bis zum Rand ausgemalt ist, sind es vielleicht 90%. Zum einen ist es sehr interessant, mal was zu gucken, einfach ist das sehr unterschiedlich? Also wie sind denn diese Kreissegmente? Sind die alle ungefähr gleich an derselben Stelle oder sehr, sehr unterschiedlich? Einmal 20%, einmal 90%. Da können wir schon so ein bisschen gucken, okay, warum eiert es denn manchmal auch in unserem Leben? Weil ein Rad, sagte meine Lehrerin Mechthild Wenzelburger, die verlinke ich auch unten, meine Theta-Lehrerin, Theta-Healing-Lehrerin, die ich sehr schätze und deren Arbeit ich auch sehr schätze. Und bei der ich das Rad des Lebens auch mal in einer Fortbildung letztens kennengelernt habe. Also ich habe das früher schon mit Skalen gemacht. Als Kreis gefällt es mir aber besser. Also ich mache das schon seit vielen Jahren, dass ich bei der Heilerinnenausbildung, dass wir vorher was ausfüllen, so Skala, Zufriedenheit eben in verschiedenen Lebensbereichen und nach der Heilerinnenausbildung, nach dem Jahr. Und dann gucken, was sich getan hat. Mit dem Rad fand ich das sehr schön und auch das als Rad des Lebens zu bezeichnen, finde ich sehr schön. Also das stammt jetzt von ihr. Und sie hat gesagt, wenn das sehr unterschiedlich ist, dann eiert das Lebensrad. Also wenn wir in manchen eben 20% haben und in anderen 90, dann sind die 90 schön, aber es läuft trotzdem nicht rund. Sie sagt, manchmal läuft es paradoxerweise besser, wenn ich überall nur 30% habe. Dann fahre ich zwar mit angezogener Handbremse, aber es fährt. Wir möchten aber natürlich tatsächlich überall in 70, 80, 90% reinkommen. So, jetzt ist aber ein bisschen die Frage, woran liegt das denn, dass es vielleicht nur 30% sind? Und in meiner Erfahrung über ganz viele Jahre inzwischen liegt es dann, wenn ich ganz viel schon gemacht habe, ist das tatsächlich dann der Grund, dass es eine Komfortzone-Obergrenze gibt oder diese Glasdecke. Woraus besteht diese Glasdecke? Ich sage immer, Komfortzone ist nichts Angenehmes, sondern ein erlaubter und sicherer vertrauter Bereich. Also erlaubt, mir erlaubt und sicher vertraut. Das kenne ich. Und dann gibt es eben diese Grenze, diese Glasdecke. Und es gibt eben diese sehr gute Technik, die ich über die im Laufe der letzten 15 Jahre entwickelt habe, diese Ja-Aber-Technik, die, glaube ich, ursprünglich von Fred Gallo, glaube ich. Also ich glaube, das war eine Anregung von Fred Gallo vor ganz, ganz vielen Jahren. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich habe alles durchgesucht, ob ich noch den Ursprung davon finde. Also ich habe es inzwischen noch weiterentwickelt, aber sagen wir mal, diese grundsätzliche Idee ist, glaube ich, von Fred Gallo oder von Lambrou und Pratt. Das ist ein Autorenduo, die sehr viel auch mit Klopfen gearbeitet haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe diese Technik einfach weiterentwickelt und benutze die in letzter Zeit sehr häufig. Weil die wirklich dann hilft, wenn wir an so eine Komfortzone geraten. Und die lässt sich mit nichts sonst aus meiner Erfahrung oder mit ganz wenig sonst verändern. Das ist immer so dieses, ich stoße immer wieder, da ist so ein Limit, da ist so ein komisches Limit, an das ich immer wieder stoße. Und es gibt eine Möglichkeit, erst nochmal kurz zurück, woraus besteht denn diese Glasdecke oder wer hat die denn da installiert? Meistens ist es so, dass das Erfahrungen in der Familie sind oder auch einfach Sachen aus familiären Zusammenhang. Also wenn ihr in der Familie, wenn Geld immer ein Thema war, es war immer schwierig, es war immer knapp, dann seid ihr mit dieser Komfortzone-Obergrenze aufgewachsen. Dann ist das so eine Grenze. Man sagt auch, nicht mehr verdienen dürfen als Papa, ist oft so ein systemischer Punkt. Das löst sich, glaube ich, langsam ein bisschen auf, aber es ist tatsächlich so, Kinder aus Unternehmerfamilien haben da meistens keine Komfortzone-Obergrenze. Weil die gewöhnt sind, dass finanziell einfach, dass eine Fülle auch da ist. Dass man schon hart dafür arbeiten muss oder dafür arbeiten muss, aber da ist keine Obergrenze da. Wenn ihr jetzt aber aus einer Familie stammt, wo es vielleicht nur einen Verdiener gab und das wirklich immer knapp war, dann seid ihr mit was ganz anderem als normal aufgewachsen. Und dann ist es ganz schwierig tatsächlich, als Erste oder Einzige diese Grenze zu überschreiten, diesen erlaubten, vertrauten, sicheren Bereich. Also einmal bestehen diese Komfortzonen-Obergrenzen, werden oft von familiären Werten oder Geschichten oder Erfahrungen oder eben auch so Sichtweisen, Haltungen definiert. Bei uns hat es noch niemand in der Familie über Realschule geschafft zum Beispiel. Das ist ganz, ganz schwierig. Selbst wenn ihr absolut das Potenzial dazu habt, einfach da dann aufs Gymnasium zu gehen und vielleicht zu studieren.
Es ist immer wieder diesen Versuch dieser Rückregulation vom System. Das zweite, woraus das besteht, häufig, ist Selbstbild. Also, wie viel bin ich wert? Und das ist oft sehr interessant, dass wir da oft so das Gefühl haben, nur so bis zur Mitte. Also bis zur Mitte ist es oft okay, 50% oder von 0 bis 10, wenn wir da so eine Skala haben. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel finanzielle Fülle als Beispiel. Dann könnt ihr zwei Sachen überprüfen. Und zwar einmal, wo seid ihr da gerade? Also wo ist da diese Komfortzonen-Obergrenze, einfach intuitiv oder gefühlt? Also wie kongruent fühlt sich das von 0 bis 10 schon an, finanzielle Fülle? Nicht wie hätte ich es gerne, wie gerne hätte ich es, da haben wir sicher meistens eine 10, sondern wie jetzt schon da fühlt sich das im Moment an. Und dann habt ihr so den Ausgangswert. Und ich sage immer, alles 7 inklusive bis 10 ist super. Also wenn ihr schon 7, also inklusive 7, 8, 9, 10 ist, dann läuft das bestimmt gut bei euch. Dann habt ihr da ganz viel Spielraum. Ihr müsst den natürlich noch ausfüllen. Das ist nur der Spielraum, der erlaubt ist, also in dem ihr euch bewegen könnt. Aber ihr müsst natürlich immer noch was machen. Aber immerhin, ihr habt diesen Spielraum. Wenn aber eure Obergrenze bei 2 ist, dann habt ihr fast keinen Spielraum. Thema Gesundheit zum Beispiel. Wie gesund darf ich sein? Das ist immer so eine Frage, die uns hilft, tatsächlich diese unsichtbare Grenze wahrzunehmen. Wie gesund dürft ihr sein? Eigentlich müsste da eine 10 bei uns allen rauskommen. Tut es aber meistens nicht. Das gilt für finanzielle Fülle ganz genauso. Wenigsten von uns sind da auf einer 10. Oder Selbstliebe. Wie sehr darf ich mich mögen und schätzen und achten und lieben? Da gäbe es eigentlich gar keine Obergrenze. Warum sollte es da eine geben? Die gibt es aber oft. Also wie sehr darf ich mich mögen? Wie sehr darf ich mich schätzen? Wie sehr darf ich mir selber vertrauen? Wie sicher darf ich mich in mir oder in meinem Leben fühlen? Wo ist finanzielle Fülle? Also wie erlaubt, wo ist da der Punkt bei mir? Wie viel darf ich haben an finanzielle Fülle, an beruflichem Erfolg, an Sinn, an Liebe, Partnerschaft und so weiter? Und dann habt ihr schon so eine Idee, wie viel Spielraum ihr habt. Und diese Ja-Aber-Liste dient wirklich dazu, sehr systematisch so diese ganzen Bereiche mal abzutesten. Wo sind denn diese ganzen Ja-Abers, diese Einwände gegen euer Ziel, die eben verhindern, dass es eine 10 ist oder die diese 3 machen oder diese 1 oder diese 5? Weil wir einfach Sachen abtesten wie ich möchte, ich werde, ich darf, ich verdiene es. Ich bleibe in Sicherheit. Andere bleiben in Sicherheit. Ich erlaube mir und es ist mir erlaubt. Und gerade bei es ist mir erlaubt, schauen wir verschiedene Instanzen an, also Eltern, Geschwister, Gott, eigene verletzte kindliche Anteile und so weiter. Das Leben, Schicksal, Karma und so weiter. Also wir gucken wirklich, ob es, egal ob es von außen oder von innen kommt, aber es ist dieses Erlaubnisthema meistens. Da ist meistens die meiste Ladung drin. Und wenn das geklopft ist und das gelöst ist, dann springt meistens die Komfortzone-Obergrenze von einer 1 auf eine 7 oder auf eine 6. Also der Spielraum wird so viel größer. Also einmal ist es möglich, eben diese Komfortzone-Obergrenze nach oben zu verschieben mit dieser sehr systematischen Klopftechnik. Es ist aber auch möglich, die selber zu verschieben. Und zwar jetzt nicht so sehr spezifisch, wir können das auf einen Bereich spezifisch machen, aber ich möchte jetzt gerne erstmal für die nächste Woche mal die Woche der Komfortzonengrenzenüberschreitung oder Ausdehnung, besser gesagt, einfach mal ausrufen. Und da als meine Anregung für euch, mal die nächsten 7 Tage, jeden Tag eine Kleinigkeit machen, die außerhalb eurer Komfortzone ist. Also vor der ihr ein bisschen Angst habt, die ihr lange vor euch hergeschoben habt, die unbekannt ist und ihr macht sie deshalb nicht, die euch ein bisschen eklig ist, zum Beispiel das Waschbecken, also vielleicht den Siphon endlich mal reinigen oder was auch immer. Macht jeden Tag eine Kleinigkeit, die außerhalb eurer normalen Komfortzone ist. Da passiert dann gar nichts, das ist keine Rückregulation, da wird keine Rückregulation stattfinden, weil es für euer System nicht gefährlich ist, weil es eine Kleinigkeit ist. Das sind nicht so Sachen wie finanzielle Fülle oder dieses Gesundsein, also das sind sehr große Themen.
Wir fangen mal tatsächlich mit einem kleinen Training an, uns selber zu trainieren, von Angst zum Mut zu gehen oder eben außerhalb mal so mit einer Fußspitze mal die Komfortzone ein bisschen weiter zu verschieben. Ich kann die nicht auflösen, die kann man nicht auflösen, sondern die kann man nur verschieben. Aber je weiter ich nach oben komme, desto freier wird das Ganze und desto mehr löst sie sich dann auch tatsächlich auf. Also eine Achter-Komfortzone-Obergrenze ist eigentlich keine mehr. Also die Abstände oben werden immer kleiner. Zwischen einer 7 und einer 8, der Unterschied ist nicht mehr groß, aber zwischen einer 1 und einer 2 ist ein gewaltiger Unterschied vom Freiraum. Die sind also nicht gleich. So, und wir können jetzt einfach mal nächste Woche zusammen einfach mal das ausprobieren, dass wir sagen, jeden Tag eine Sache, vor der ich vielleicht normalerweise auch Angst habe und ich mache sie trotzdem. Oder wie gesagt, unbequem, unbekannt, neu, wie auch immer ihr das definiert. Ich bin sehr gespannt. Es wäre sehr schön, wenn ihr vielleicht am Ende der Woche kommentieren könntet, also auch mal schreiben würdet, was ihr vielleicht gemacht habt und was auch eure Erfahrungen waren. Die Erfahrung wird sehr wahrscheinlich sein, ah, es ist gar nicht schlimm. Ich glaube, Marie-Louise Ebner-Eschenbach hat, glaube ich, gesagt, wir tun die Dinge nicht, weil sie schwierig sind, sondern sie sind schwierig, weil wir sie nicht tun. Also es ist tatsächlich so, dass die Steuererklärung, wenn ihr euch mal anfangt dran zu setzen, einfach aus verschiedenen Einzelteilen besteht, also Einzelschritten, die alle einzeln gehen. Wenn man sich mal dran setzt, dann ist es gar nicht mehr so schwer, sondern eins ergibt sich dann so aus dem anderen. Es ist vielleicht irgendwie lästig oder so, aber es ist nicht schwer. Und ich muss oft an diesen Ausspruch denken, weil es sich immer wieder für mich auch bewahrheitet, dass wenn ich mal mich an was dran begebe, das dann überhaupt nicht mehr schwer ist, sondern es war schwer, weil ich es nicht gemacht habe. Dann wird der Berg immer größer gefühlt. Also jetzt mal 7 Tage, wirklich jeden Tag eine kleine Sache machen außerhalb eurer Komfortzone oder mit Angst, vor der ihr Angst habt und ihr macht sie trotzdem. Ich bin dann sehr gespannt, was vielleicht am Ende der Woche da dann kommt an Erfahrung. Freue ich mich sehr drüber. Und lasst uns, wie gesagt, teilhaben an euren Erfolgen auch und an dem Tollen, was dann vielleicht rausgekommen ist und ja, an dem mehr Zuwachs an Mut, an dem mehr Zuwachs an Selbstwirksamkeit, an diesem, ah, ich kann das, okay, und es passiert nichts, wenn ich ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone-Obergrenze gehe. Und so verschiebt ihr nach und nach tatsächlich diese Komfortzone-Obergrenzen auf eine ganz organische Art. Das war's für heute oder für diese Woche der Impuls. Und ja, gerne wieder Daumen hoch, wenn ihr mögt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Und dann verpasst ihr auch gar nichts mehr, keine neue Folge und auch kein Kartenreading und keine Theta-Videos oder Audios. Und gerne auch kommentieren. Ich freue mich da immer sehr drüber. Und dann hören wir uns nächste Woche.